Kathis Kosmos. Hallo ihr Lieben. Ja, heute wollen wir gemeinsam das zweite Mal die Lifestyle-Box auspacken. Ich habe es euch im Thumbnail schon kurz hingehalten. So sieht das gute Stück aus in einem ganz fröhlichen Grün. Es macht schon gute Laune. Ist auch echt so ein richtig schöner, stabiler Karton. Mein kleiner Sohn hat sich schon angemeldet, hat gesagt, er braucht den, wenn ich dann angeboxt habe, dann möchte er den zum Spielsachen aufbewahren. Das nur am Rande, aber jetzt zurück zur Lifestyle-Box. Und zwar habe ich dazu ja, wie gesagt, schon ein Unboxing gemacht zur ersten Ausgabe. Das ist jetzt die zweite Ausgabe, Juni, Juli. Sommerausgabe sozusagen. Und ich war ja von der ersten Ausgabe schon sehr, sehr angetan von der ersten Box und bin natürlich jetzt sehr gespannt, ob diese Version jetzt auch wieder so toll wird, ja. Und noch ein bisschen kleiner Input zur Lifestyle Box, die ausführliche Geschichte, also auch zu der spannenden Gründungsgeschichte, da steckt ein österreichisches junges Startup dahinter. Die habe ich euch ausführlich im ersten Video schon erzählt. Das verlinke ich euch, wie gesagt, habe ich euch hier oben nochmal verlinkt, auch unten in der Box. Natürlich auch die Website etc. Aber nur ganz kurz, also wie gesagt, da steckt ein österreichisches junges Startup dahinter mit einem ganz jungen, pfiffigen Gründer. Moritz Lechner heißt der. Und die Idee ist sozusagen, eine wirklich hochwertige Überraschungsbox für Erwachsene mit tollen Full-Size-Produkten zu erstellen, die wirklich eine, ja, die einfach irgendwie Spaß macht. Und das ist eine bunte Mischung von Lifestyle, Beauty, Food etc. Also wirklich eine schöne Bandbreite und da ist wirklich eigentlich für jeden was dabei. Die Konditionen der Box, die könnt ihr euch auf der Website in Ruhe anschauen. Ich habe aber netterweise, blende ich euch gerade hier auch mal ein und schreibe euch unten natürlich auch alles rein. Ihr könnt mit diesem Code Kathis Kosmos, könnt ihr auf eure erste Box 10 Euro Rabatt bekommen. Das nur mal im Hinterkopf, falls es euch interessiert. Ja, dann ehrlich gesagt genug der Vorrede. Wir wollen jetzt endlich mal schauen, was in dieser Box drinsteckt. Ich bin auch schon ganz heiß aufs Ausprobieren. Und ich stelle die hier einfach, habe die neben mir auf dem Tisch stehen, werde die aufklappen und werde versuchen, nicht so rumzurascheln. Ist auch so nett hier mit viel Spaß beim Auspacken. Den werde ich bestimmt haben. Und dann werde ich einfach mal hier das Papier einmal zur Seite machen, dass es nicht so raschelt. Und dann habt ihr gleich, ach Gott, das sieht schon wieder, ach Gott, das sieht schon wieder so nett aus, habt ihr gleich oben drauf liegen dieses Lifestyle-Box-Magazin. Da sind alle Produkte nochmal ganz genau vorgestellt. Da habt ihr auch die Preise nochmal mit drin. Genau, Juli-Ausgabe 7, 2020. Und ja, dann würde ich mal sagen, ich habe das hier so bei mir und schaue dann jeweils immer irgendwie rein, was da so drin steckt, ja. Und also hier steht jetzt einfach mal, ich lese mal ein bisschen das vor, was ganz nett ist. Lifestyle Box Home Gardening. Okay, das ist so das große Thema, da bin ich jetzt aber sehr gespannt. Lieber Lifestyle Box Lover, vielen Dank für deine Bestellung unserer neuen Lifestyle Box. Diesmal findest du eine Vielfalt an sorgfältig ausgewählten, sehr außergewöhnlichen Produkten in der Box. Gut, ja, das ist, glaube ich, so das, was da auch immer steht. Aber wie gesagt, Home Gardening, jetzt bin ich natürlich wirklich gespannt, ja, was da sich alles versteckt da drin. Und bevor ich jetzt da zu sehr ins Magazin reinspitze, fasse ich einfach mal hier direkt rein und habe hier, und das finde ich so entzückend und sowas kann ich tatsächlich immer gebrauchen. Nicht, dass ich nicht unendlich viele hätte, aber ich freue mich immer drüber. Und zwar ist hier so eine ganz witzige Jute-Turnbeutel, also quasi hier so zum Zuziehen. Sowas finde ich auch immer ganz praktisch, kannst du nämlich auch als Rucksack verwenden. Und das ist hier Be Free, sagt mir nix, Avocardio. Und Avocados sind ja gerade so überall, ja. Also, und ich bin eh großer Avocado-Fan, finde ich sehr süß. Ja, für den Sommer, für den Strand, so ein Täschle kann man immer irgendwie gebrauchen. Sonst schnappt sich das eventuell auch eins von meinen Kindern. Die mögen sowas auch immer ganz gern, um ihre ganzen Sachen zu transportieren, ihre ganzen Spielsachen etc. Aber wirklich ein süßes Gimmick, ein süßes Goodie. Ich schaue mal rein, ob das jetzt irgendwie, ob das tatsächlich jetzt sozusagen doch ist schon eins der Produkte. Ah ja, okay. Und das gehört irgendwie, das ist von dieser Marke Be Free. Das ist also ein hipper Premium-Turnbeutel aus 100% robuster Baumwolle. Ja, für einen einfachen Transport. Und der würde regulär 19,90 Euro kosten. Ne? Und was auch ganz nett immer ist, dass in diesem Magazin immer noch zusätzlich für die Marken, die vorgestellt werden, sind auch immer noch zusätzliche Rabattcodes drin, die auch relativ lang halten. Ne? Also das finde ich irgendwie auch noch eine nette Sache. Und Be Free hat wohl sonst Turnsachen, Sportschuhe, Badesachen etc. Und ja, also ja, ein süßes Jutebeutelchen. Ja, ist nett gemacht. Wunderbar.
Next. Ach, es gibt wieder was zum Schnabulieren. Ach, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ah, da ist echt viel drin diesmal. Soll ich euch einmal so einen ganz kleinen Blick rein gönnen? Einen kleinen Reinspitzer. Guckt mal hier rein. Das ist echt gut gefüllt. Ja, was machen wir denn als erstes? Okay, ich will mal, weil mich das so interessiert und es so entspannt klingt. Now Brain Stimulation, dein natürlicher Wachmacher. So, sagt mir jetzt erstmal gar nichts. Das sind irgendwie Tragees. Es ist also ein Nahrungsergänzungsmittel mit Matcha-Extrakt, ja. Ich bin immer erst super motiviert bei solchen Nahrungsergänzungsmitteln und dann öffne ich die immer und dann vergesse ich es immer wieder zu nehmen. Also, aber 7 Stück so eine Woche lang kann man durchaus mal einsetzen. Und das ist jetzt quasi, nennt sich diese Packungsgröße, nennt sich Wallet, ja. Also, ne, es ist so ein Packerl, da sind dann irgendwie, genau, habe ich ja schon gesagt, 7 Stück drin. Und das würde regulär 4,45 € kosten. Und dann sage ich euch noch was zu. Now soll eben ein natürliches Nahrungsergänzungsmittel sein, mit Heilpflanzen der traditionellen chinesischen Heilkunde, ja. Und das soll mehr Energie, Wachheit und Konzentrationsfähigkeit schenken. Könnte vielleicht auch für meinen Mann gar nicht schlecht sein. Er hat im Moment gerade echt eine sehr stressige Phase und sitzt hier immer sehr lange im Homeoffice. Also vielleicht ist für den das auch mal nicht schlecht, ja. Und nimm ein Dragé von deinem natürlichen Brainfood, am besten 60 Minuten vor mentaler Topleistung mit reichlich Wasser ein. Klingt erstmal ganz spannend, muss ich ehrlich gesagt einfach testen. Kann ich jetzt so dazu gar nicht sagen. Ne? Aber vom Packaging gefällt es mir schon mal, ist irgendwie nett, sieht gut aus. Da sind ja auch wirklich immer so ganz hübsche, interessante Produkte drin. So, jetzt will ich aber auch was hier haben, was ich jetzt gleich ausprobieren möchte. Hier schon wieder essen. Ah, oh, das ist natürlich ganz geil. Guck mal hier, kenne ich auch, sind alles schon wieder neue Marken. Patties, gefüllt mit Käsecreme, wunderbar. Ist proteinhaltig, nicht frittiert und glutenfrei. Ach, glutenfrei, das könnte ich natürlich für meinen kleinen Bruder schenken. Der hat nämlich, der muss sich glutenfrei ernähren. Aber nein, ich will das jetzt ausprobieren. Raschel, raschel, raschel. So, mal schauen. Da einmal reinschnuppern. Also Nasenmensch, oh, das riecht schon sehr vielversprechend. Das sind so kleine, ja, wie so Mini-Teigtaschen sehen die eigentlich aus. Wie geil! Ich spucke hier auch schon rum. Das kann doch nicht sein. Wieso sind die nicht frittiert? Kann es sein? Schmeckt so lecker. Aber sind die gut. Und kalorienmäßig, ja. Tja, was gut schmeckt, hat auch, schlägt immer zu Buche. Also, ihr habt hier bei 100 Gramm 400 Kalorien. Und dieses Päckchen, das sind eben 30 Gramm. Und das ist okay. 122 Kalorien. Und es ist auch schon relativ mächtig. Also ich merke schon, wenn ich 2 gegessen habe. Aber eins nehmen wir noch. Aller guten Dinge sind 3. Sau lecker. Und ja, mal gucken, was es da noch für Sorten gibt. Auch da gucken wir mal kurz in unser schlaues Büchlein und gucken, was ich euch da zum Preis verraten kann. Ach so, ich werde euch am Ende natürlich nochmal den Preis, also die quasi einblenden, was es eigentlich für einen Wert hat. Ne, die Box kostet ja eigentlich so um die 40 Euro. Ich schreibe es euch alles, also Preise und was schreibe ich euch genau rein. Und dann werde ich euch am Ende nochmal einblenden, aber was die Produkte, die da jetzt hier drin stecken, tatsächlich für einen Wert haben. Ne? So, Selectum ist die Marke. Und die Dinger heißen Paddies, Snack and Smile. Und ja, was ist denn da? Ein Snack, der einfach schmeckt und Spaß macht. Ja, sage ich nicht nein. 30 Gramm kosten 1 € knapp. Gibt es auch in 80 Gramm, ist glutenfrei, wie gesagt, nicht frittiert, ohne Palmöl und mit viel Protein. Also keine verkehrte Sache. Auch mal so abends, vielleicht waren einem noch mal so kurz, statt irgendwelcher Chips vielleicht so ein kleines Päckchen und dann ist man irgendwie vielleicht auch schon satt und hat aber trotzdem dann nur 122 Kalorien. Finde ich gar nicht verkehrt. So, ey Leute, da steckt so viel drin. Ich bin schon wieder völlig begeistert. Ich bin total angetan. Ach, was haben wir denn hier noch alles? Also ich sehe auch schon so ein paar, so ich sehe jetzt natürlich schon so, was da alles so drin steckt. Da ist schon durchaus auch einiges noch am Beauty, aber jetzt machen wir erst mal mit, jetzt habe ich was gegessen. Vielleicht trinke ich jetzt gleich auch noch was. Und zwar haben wir hier ganz süß Hoch die Hände Wochenende After Party Shots von 147, oder? 147. Okay, und das sind 6 Shots, 3 Anwendungen. Ach so, die muss man dann wahrscheinlich irgendwie anmischen. Ach so, vor dem Feiern und nach dem Feiern soll man jemals eins nehmen. Gut, Grund zum Feiern gibt es immer. Ich habe aber irgendwie Bock, das jetzt mal zu probieren mit euch. Kommt, das machen wir jetzt einfach mal.
Feel Good Next Day. Ach, ich finde, sowas kann man immer irgendwie gebrauchen. Ich schüttel das mal. Muss man das überhaupt schütteln? Nö, weiß ich jetzt gar nicht. Steht jetzt auch nicht genau. Doch, vor dem Verzehr gut schütteln. Okay, also wir werden jetzt mal was trinken. Bin ja sehr gespannt, ob das was ist. Ist wahrscheinlich gekühlt noch leckerer. Mal gucken. So, ob das zu meinen Käsepatties passt. Oh, das riecht einfach nach einem super leckeren, frischen Multivitaminsaft. Jetzt werden wir mal testen. Ach, ist gar nicht schlecht. Ich fühle mich gleich gestärkt. Oh, aber da ist auch noch ein bisschen was würzig, scharfes drin. Wahrscheinlich irgendwas Ingwermäßiges noch. Und ich glaube, kann es sein, dass da kein... Ist da kein Zucker drin? Oh, das ist aber dann... Du, es hat aber einen krass, also einen relativ scharfen Nachgeschmack. Also ich finde es nicht schlecht. Es sind so Sachen, sowas probiere ich gern mal aus, bin aber eher so, ach genau, Ingwer, na klar, also das ist schon relativ, ist aber jetzt nicht unbedingt, was ich mir selber jetzt unbedingt kaufen würde. Ich probiere es gerne und finde sowas auch ganz nett. Die werde ich wahrscheinlich mit meinem Mann dann verköstigen weiter. Also eine gute Idee. Ich will euch noch natürlich auch verraten, was es dazu hier in der, was im Magazin noch dazu steht. Wo haben wir die denn? Irgendwie coole Sachen. Also es ist alles immer so, das macht auch Spaß an dieser Box, dass es wirklich so eine Überraschungsbox ist, weil einfach ganz, ganz viel, also ich, was heißt ganz viel, ich kenne immer die Marken alle nicht und das ist ja immer genau das Tolle an so einer Box, wenn man dann einfach neue Marken kennenlernen darf. So, was haben wir hier? Ach, da gibt es auch wieder einen Code, super. Also After Party Shots, genau, also die Marke ist 147 und die sind einfach so Vitamin- und Mineralstoffdrinks, eben wie gesagt, die vor der Party einen getrunken und danach einen gezischt und dann soll man irgendwie, soll es einem einfach so gut gehen, ja. Oh, hier steht aber noch nicht während der Schwangerschaft und Stillzeit einnehmen, okay. Und nicht für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren geeignet. Die sollen ja auch eigentlich auch nicht eine Party machen, ne? So ist das, Leute. Ja, Made in Germany finde ich auch noch ganz spannend, ja. Und ja, ich glaube, ich einfach so eine Antikater-Prophylaxe, wenn ich es richtig verstehe. Aber ich denke, das kann man wahrscheinlich auch so einfach zum Fit machen und fitter fühlen nehmen. Ne? Also ich werde die auf alle Fälle aber in den Kühlschrank stellen. Ich glaube, dann schmecken sie noch ein bisschen besser. Ich könnte mir die auch gut vorstellen, dass die so ganz lecker sind. Ich bin ja immer so, oh, ich tue mir ja immer schwer mit Wasser trinken. Also pures Wasser trinken. Und ich glaube, dass die so schön kaltes Wasser oder ein Wasser, dass die auch schön Getränk aufpeppen können. Ne? Das ist auch noch eine Idee. So, dann das Nächste, habe ich schon hier wieder reingeguckt. Ich will doch immer hier danach gehen. Jetzt machen wir was Beauty-mäßiges, was mir so entgegenduftet. Und zwar ist es wirklich auch gerade so ein Riesentrend, Leute, diese Seifenstücke, ja. Hier haben wir von Foam Alpine Cosmetics haben wir hier eine Lemongrass-Seife für normale Haut. Und ich glaube, das ist einfach eine Seife für normale Haut, ich denke mal für den Körper, vielleicht auch fürs Gesicht, wir schauen gleich mal nach. Aber ich glaube nicht, dass es jetzt eine Haarseife ist, das glaube ich nicht. Die kostet übrigens 7,80 Euro, dieses Seifenstück. Und das sind Foam, Naturseifen, beleben Körper und Geist. Hautfreundlich, was steckt drin? Vitamin A, E, K. Und das Wasser ist aus dem Ötztaler Gletscher, ja. Ist ja auch irgendwie ganz spannend. Gletscherwasser. Es ist nachhaltig, 100% natürlich und mit frischem Alpenquellwasser. Sowas unterstützen wir immer gern. Handgemacht und biozertifizierte Naturkosmetik. Ja, ist doch eine feine Sache. Ja, aber ich glaube, es sind einfach Körper- und Handseifen, wenn ich es richtig jetzt sehe. Das heißt einfach Haut, ja. Und Limette finde ich auch nice, mag ich auch gerne. Und riecht auch sehr angenehm. Ne? Also... Die kommt auf alle Fälle zum Einsatz. Finde ich eine schöne Sache. Werde ich auch demnächst testen. So, jetzt was, wo ich erstmal im ersten Moment so ein bisschen skeptisch bin, weil das ist nicht so meine Welt. Aber man ist ja offen für alles. Hier haben wir von Puritan Winner Stuff. Das ist so ein Vitamindrink. Aber ich sehe schon, Low Carb und Cola-Zitrone-Geschmack. Ja, also vielleicht ist das jetzt, weil wir sind gerade so ein bisschen am... Versuchen gerade so ein bisschen abzunehmen und dann ist sowas ja vielleicht auch nicht verkehrt. So ein, ja, Low Carb ist ja nicht verkehrt bei sowas. Was haben wir denn hier, wenn man das,
auch wieder ein Elektrolytegetränk. Das ist halt eher, glaube ich, wirklich so für Sportler. Aber genau, ideal fürs Training bis 60 Minuten und Fitnesscenter. Aber ich habe da wirklich auch sehr viele Bekannten und Freundeskreis, die sich darüber freuen werden. Also das ist was, was ich denke, wahrscheinlich weitergegeben wird. Aber ist völlig fein, dass sowas auch mit drin ist. Ist ja eben auch so eine Lifestyle-Fitnessbox ja auch. Und insofern hübsch sieht's aus. 22 Portionen sind da drin. Also, ach, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich dachte, es ist eher so eine, das ist dann auch doch wieder eine Originalgröße, ne? Das sind alles so Originalgrößen. So, ich sage euch noch was dazu, was es eigentlich kosten würde, das gute The Good Stuff. Mit einem Mineralvitamingetränk. Ach so, das dafür steht MVD. Okay, gut. Mach aus Wasser Energie. Das klingt doch schon mal schlau. Die kosten 9,90 €. Also dieses Päckchen gibt es noch in verschiedenen Sorten. Da habe ich ja Glück gehabt mit Cola Zitrone. Das wäre jetzt auch, es gibt hier noch Mango, Orange, Johannisbeere, aber ja, finde ich gar nicht verkehrt. Und ja, das ist halt, wie gesagt, einfach wirklich für Sportler dann, ne? Die, aber hier steht auch, also insofern vielleicht auch nicht schlecht, liefert eben Vitamine, Spurenelemente, die auch durch unausgewogene Ernährung oder Stressbelastung, also vielleicht doch auch für mich was. Mal gucken. Also, wir werden sehen. Nächstes. Was haben wir jetzt als nächstes? Was ist das denn? Das finde ich schon die ganze Zeit, will ich das anschauen. Ach so, ach. Hier, guckt mal. Sowas kann man doch wirklich auch immer brauchen. Ein verwicklungsfreies Kabel. Das wird aber wirklich getestet, Leute. Das ist so ein Power-Charging-Ding. 3-in-1 USB-Kabel. Das ist fantastisch. Das ist jetzt gerade so kurz vor der Urlaubssaison. Wenn wir denn in den Urlaub fahren können, ist das nice to have für all unsere Handys und sonstigen Geräte. Ja, finde ich eine coole Sache. Ja, freue ich mich sehr drüber. Was ist denn das für eine Marke? Ich kenne das alles nicht. Leute, das ist echt toll. Immer neue Sachen zum Kennenlernen. Das Ding kostet, original würde das 26 € kosten. Das ist ja jetzt schon echt eine Ansage, ne? Also wir sind ja schon längst beim Preis über dem, was die Box kostet, schon ganz lange. Power-Charging-Kabel mit Länge von 3 Metern, das ist gut. Und ja, die Marke heißt Brine oder doch Brine. Brian. Ja, cool. Also kann man auch gebrauchen. Oder auch für meinen tech-verrückten Bruder wäre das eventuell auch was. Ja, und noch was lecker Gesundes. Und das werde ich sehr, sehr gerne verknuspern hier. Von Keto Granola Kakao Crunch. Und das klingt sehr, sehr lecker. Das ist vegan, low sugar, high fiber. Und ja, das werde ich sehr, sehr gerne auf den Joghurt oder keine Ahnung, auch ins Müsli noch mit reingeben oder so zum Aufpeppen oder einfach zu Obst dazu, aufs Eis. Oh, stimmt. Aufs Vanilleeis schmeckt das bestimmt sehr, sehr, sehr lecker. Natürlich aufs Low Carb Vanilleeis. Nee, aber sowas mag ich ja echt sehr, sehr gerne. Werde ich gerne essen. Und da verrate ich euch natürlich auch noch den Preis und noch ein bisschen was zur Marke eventuell. Soll ich das vielleicht auch mal testen? Hätte ich eigentlich ja Bock zu. Ach so, da ist kein Zucker. Ist super. Fantastisch. Aber hier steht Low Sugar und da steht voller Geschmack, auch ohne Zucker. Na, egal. Also, aber das ist auf alle Fälle nicht verkehrt. Wie gesagt, wir sind gerade so ein bisschen in diesem Abnehmen-Ding. Dann kann man dann abends zur Not mal auch da noch so ein paar, wenn einem die Snacklust überkommt, eine Handvoll davon knabbern, ist ja vielleicht auch nicht schlecht, ja. Mit Milch, Mandelmilch, Kokosmilch genießen, Topping auf Joghurt oder Topfencreme. Auch eine Idee, ja. Die kosten 3,99 €, dieses Backerl. Und da ist aber gar nicht wenig drin. Da sind 160 Gramm drin, das reicht schon ein Weilchen. Ja, da freue ich mich auch sehr drüber. Sollen wir das ausprobieren? Kommt, ich will kurz das probieren, ob das lecker ist. Wenn da kein Zucker drin ist und das lecker ist, dann ist es ja toll. Dann könnte ich da Fan werden, aber ich krieg's jetzt auch gar nicht auf. Willst du nicht, dass ich dich probiere? Ja, komm. Leute, das ist echt... Ah, jetzt habe ich es geschafft. Okay. Ich soll vielleicht echt mal ein bisschen mehr Sport machen, wenn ich jetzt hier schon an so Tüten scheite. Moment mal. Okay. So, es ist schön wieder verschließbar. Reingerochen. So sieht das innen aus. Siehst du hier mal? So, da sind also Nüsschen. Nehmen wir mal so ein bisschen Nüsschen. Und dann noch ein bisschen. Lecker. Da ist auch Kokos drin. Schmeckt richtig lecker. Ja. Und das ist eben wirklich nicht, also es schmeckt nicht sehr süß, aber so halt so eigenzuckermäßig, ja? Wisst ihr, was ich meine? Aber völlig ausreichend.
Super lecker. Es ist übrigens gerade Mittagszeit. Man merkt, dass ich Hunger habe. So, weiter geht's. Drei Produkte sind noch drin. Beauty. Ein schönes Duschgel. Be Good von Bipa. Bipa. Mein geheimer Energielieferant mit Maulbeere, Heidelbeere und Bio-Hanföl. Auch zertifizierte Naturkosmetik, vegan. Da riechen wir natürlich dran. Oh, lecker. Das riecht wirklich richtig beerig. Richtig lecker. Das riecht so. Ja, also ich bilde mir ein, dass ich die Heidelbeere da rausrieche. Ich mag ja Heidelbeere sehr gern. Verrate ich euch natürlich auch den Preis noch. Wo sind die schönen Duschen? Okay, was war das jetzt? Da. Superfood-Dusche. Superfood nicht nur für innen, sondern auch für außen. Ja? Ohne synthetische Duftstoffe, Silikone, hormonell wirksame Zusätze und Inhaltsstoffe auf Mineralöl hergestellt. Also all das ist da nicht drin. Das ist toll. Das ist also wohl eine Marke, die es bei Bipa gibt, exklusiv bei Bipa. Be Good, ja. Und die Verpackung, was ich auch noch ganz spannend finde, ist 100% aus recyceltem Material. Wenn die jetzt ganz geil ist, dann muss ich mir mal anschauen, was es von dieser Marke noch alles gibt. Das finde ich echt spannend, ja. Gut, Bipa haben wir ja natürlich nicht bei uns, aber ja, kann man ja vielleicht auch, ich glaube, online kann man schon nach Deutschland bestellen, oder? Ja, egal. So, zwei Sachen haben wir noch und natürlich auch wieder, das zeige ich euch kurz zwischendurch, um das Allerspannendste oder die spannendsten Sachen zum Schluss aufzuheben. Hier ist auch wieder das Red Bull Bulletin drin, das war ja letztes Mal auch schon drin. Das kostet eben auch 3,50 Euro, also ist da auch quasi dann noch, kommt da noch mit rein. Und das ist aber sowas, was ich, ja, ich blätter da mal durch und dann wird es auch nochmal vielleicht weitergegeben. Ne? Aber auch nicht uninteressant, ja. Ist ja inspirationsmäßig immer ganz gut. So, und dann nehmen wir das. Okay, was haben wir denn hier? Secret Strip. Aha, es kann schnell einmal passieren, dass im Slip feuchte Flecken entstehen. Auch wer beim Sport schwitzt, kennt das Problem. Im schlimmsten Fall kann das Wunde stellen oder Entzündung zur Folge haben. Aha. Die unparfümierte Intimauflage. Ah ja, okay. Eine unparfümierte Intimauflage. Boah. Kann man mal ausprobieren, ja. Im Sommer bestimmt auch nicht verkehrt. Ist jetzt bei sowas immer in so einer Box, weiß ich immer nicht. Also keine Ahnung, das ist jetzt was, so Hygieneartikel, Menstruations- oder überhaupt diese Hygieneartikel, weiß ich jetzt irgendwie nicht, ob ich die unbedingt in so einer Lifestyle-Box jetzt haben möchte, muss. Also das ist so ein ganz kleiner, also das, ich hätte es jetzt nicht unbedingt da reingepackt. Ich finde es aber auch nicht schlimm, dass es drin ist. Es ist okay. Und ausprobieren werde ich es auf alle Fälle mal, ja. Verkehrt ist es bestimmt nicht. Aber finde ich, muss jetzt nicht unbedingt in so einer Box sein. Also, ne? Die Marke Senta kenne ich jetzt auch nicht. Die ist auch eben österreichische Marke. Kostet 9,99 Euro. 50 Stück sind drin und ja, bei Beginn der Blasenschwäche. Ja. Gut, lassen wir es einfach mal so stehen. So, dafür haben wir aber jetzt noch ein richtig hübsches kleines Highlight am Ende und das, finde ich echt, sieht so nett aus. Das ist hier eine Deo-Creme und wer mich schon länger guckt, weiß, ich habe euch ja auch schon immer wieder mal sowas vorgestellt. Und das ist die Marke Hello Simple, Save the Oceans, Palmarosa und Lavendel. Und das ist auch wieder zertifizierte Naturkosmetik, vegan, cruelty-free, Biokosmetik. Und da werde ich jetzt mal dran schnuppern. Und das werde ich sehr, sehr gerne auch ausprobieren. Das riecht sehr, sehr lecker. Es hat ein bisschen geschwitzt, ist aber überhaupt nicht schlimm und auch ganz normal, ehrlich gesagt, bei so Natursachen. Aber riecht sehr, sehr lecker und werde ich sehr gerne gleich ausprobieren. Auch die Marke sagt mir wieder nichts. Ich finde es ja wirklich immer super spannend, wenn man eben so neue Marken und so Boxen kennenlernen kann. Und ich verrate euch auch noch schnell den Preis. Moment. So. Was ist denn heute los? Heute bin ich irgendwie... Man könnte meinen, ich hätte einen Clown gefrühstückt. Nein.
Die kosten 13 Euro, also 12,95 Euro kosten diese Deos und schützt auch die Meere. Ja, schützt nicht nur die Achseln, sondern schützt auch die Meere, weil kein Mikroplastik drin ist. Das ist doch prima. Und insgesamt sind nur 6 Zutaten drin insgesamt, ja. Und die sieht auch wirklich hübsch aus. Es hast einen hübschen Glastiegel, kein Plastik und wirklich, ja, also wirklich Marken, die man sehr, sehr gerne unterstützen kann. Und das, finde ich, kriegen die echt toll hin. Da ist jetzt irgendwie alles, finde ich, ja, es ist irgendwie schöne Marken ausgewählt, die einem ein gutes Gefühl geben, gutes Gewissen und die wirklich irgendwie, ja, ich kann eigentlich so ziemlich alles davon gebrauchen und finde tatsächlich, sie haben den Hype, den sie bei mir ausgelöst haben mit der ersten Box, haben sie aufrechterhalten können. Es ist echt eine Menge drin. Ich blende euch hier jetzt gerade mal ein, was der Gesamtwert der Produkte ist, die da drin sind und drunter nochmal eben, was so eine einzelne Box kostet. Denkt dran, ihr kriegt mit dem Code KATISKOSMOS 10 Euro auf die erste Box. Auch auf der Website selber könnt ihr immer wieder mal gucken. Die haben immer wieder auch so Codes, Frühlings-, Sommer-, sonst was Codes, wo ihr dann immer irgendwelche tollen Rabatte kriegt. Aber auf alle Fälle mit KATISKOSMOS kriegt ihr 10 Euro auf eure erste Box, wenn ihr das verwendet. Ja, und dann bleibt mir nur zu sagen, ich fand es wieder, hat mir großen Spaß hier ausgemacht. Es ist wirklich Überraschungsbox, schöne Erwachsenenüberraschung, ein Überraschungsei für Erwachsene. Und dann freue ich mich sehr, dass ihr zugeschaut habt. Und dann sehen wir uns ganz bald wieder hier auf KATISKOSMOS. Tschüss!